So, schön, dass Sie den Weg hier zu uns gefunden haben und dass Sie sitzen geblieben sind. Herzlich willkommen im ersten Block zum zweiten Vortrag, Code.de von Christian Strobel. Und von daher fangen wir direkt an. Viel Spaß beim Zuhören. Guten Morgen, mein Name ist Christian Strobel. Ich arbeite am Deutschen Fernerkundungsdatenzentrum vom DLR in Oberpfaffenhofen. Und ich werde heute das System Code.de vorstellen, mit ein bisschen dem sperrigen Titel, wie wir schon einige gehört haben, der nationale Zugang zu Copernicus-Daten für Deutschland. Ich werde hier erstmal auf das Erdbeobachtungsprogramm Copernicus von der EU eingehen. Dazu habe ich letztes Jahr auch einen Vortrag in Passau gehalten, aber da ich nicht davon ausgehen kann, dass alle da waren und dass auch jeder mit Fernerkundungsdaten wirklich vertraut ist, werde ich da eine kurze Einführung machen. Ich werde kurz auf die Sentinel-Missionen eingehen, dann beschreiben, darstellen, warum Code.de als eigenes deutsches System beauftragt wurde. Ich werde einen praktischen Zugang mal skizzieren, wie man an die Daten tatsächlich rankommt. Und am Schluss nur kurz auf freie Software für Copernicus-Daten, so als Ausblick, eingehen. Das Copernicus-Programm der EU ist ein sehr großes Programm im Bereich der Erdbeobachtung und ist durchaus vergleichbar zum Galileo, was jeder kennt. Wir haben dort drei verschiedene Komponenten, die sogenannte Space-Komponente, die aus den Satelliten im Raum besteht, dann eine sogenannte In-Situ-Komponente, wo Daten zugekauft werden mit anderen Auflösungen, räumlichen und zeitlichen Auflösungen, die im Rahmen von der Copernicus, im Rahmen vom Copernicus-Programm nicht abgedeckt werden können, und auch In-Situ-Komponenten am Boden, die vor allen Dingen zur Validierung dienen, also In-Situ-Sensoren, zum Beispiel Bodenfeuchtmessgeräte oder Temperaturmessungen und so weiter. Und dann gibt es noch eine Service-Komponente, wo aus den Daten tatsächliche Service abgeleitet werden können, mit denen die Fachleute dann, ohne direkt sich mit den Fernerkundungsdaten zu beschäftigen, abgeleitete Daten zur Verfügung gestellt bekommen, um ihre Aufgaben zu erledigen. Ich fange hier mal mit so einem kleinen Tiershow an, damit man sieht, was alles dahinter steckt. Wir haben hier praktisch jetzt seit 2014 jedes Jahr ein bis zwei neue Raketenstarts. Ich gehe einfach mal durch. Losgegangen ist mit Sentinel-1A, dann kam Sentinel-2A 2015, dann 2016 Sentinel-1B. Das heißt, wir haben jetzt schon zwei Satelliten von dem gleichen Typ im Orbit. Ich werde später nochmal darauf eingehen, was das bedeutet. Dann gab es Sentinel-3A, Sentinel-2B und jetzt vor kurzem im Oktober ist dann noch die vierte Mission gestartet, Sentinel-5P. Also ich glaube, man sieht allein schon hier, bloß als Eindruck, was da alles auch an tatsächlicher Hardware im wahrsten Sinne des Wortes dahinter steckt. Hier ist noch mal eine kurze Übersicht über die einzelnen Missionen. Sentinel-1 ist eine Radarmission, hoch aufgelöst. Sentinel-2 ist eine hoch aufgelöste optische Mission. Sentinel-3 ist eine mittelaufgelöste optische Mission, die vor allen Dingen mit dem Ziel Land- und Wassermonitoring gestartet ist. Sentinel-4 kommt erst später, das lasse ich jetzt aus. Sentinel-5B ist kürzlich gestarteter Atmosphärensensor, wo es vor allen Dingen um die Zusammensetzung der Atmosphäre, Spurengase und so weiter geht, und ist der Vorläufer von Sentinel-5, welches dann Anfang 2020 ins Programm geht. Hier ganz kurzer Überblick, ich werde über die Folien relativ schnell drüber gehen, weil sonst kann man da die ganzen 20 Minuten damit verbringen. Sentinel-1 ist eine Konstellation im Augenblick aus zwei Satelliten, ist C-Band, sonnensynchrone Umlauf, ungefähr 700 Kilometer vom Orbit, und man hat eine Wiederholrate, das ist vielleicht das Interessanteste, wo jeder Punkt auf der Erde innerhalb von 6 Tagen mindestens erreicht wird. Die Lifetime von 7 Jahren, das gilt jetzt praktisch für alle, das werde ich jetzt bei den anderen nicht mehr erwähnen, die sind mehr oder weniger alle für 7 Jahre ausgelegt, und man hofft aber, dass die ungefähr 12 Jahre halten. Das ist so der Mittelwert. Zum Beispiel gibt es von der NASA gibt's die Mission MODIS, die hat 1998 bzw. 2000 gestartet. Da gibt es zwei Satelliten und die fliegen heute noch rum und liefern gute Daten. Also wenn man Glück hat, kann es auch länger gehen. Bei Landsat 7 zum Beispiel gab es schon relativ früh Streifen im Bild und dort hat man dann eine kürzere Laufzeit gehabt. Also kann man eigentlich über diese Zeit kann man nur sagen, man hofft. Hier sind ein paar Beispiele.
was man mit den Daten machen kann. Das gilt vor allem für Marine- und Landmonitoring. Radardaten haben natürlich hauptsächlich einen Wert, wenn man Verhältnisse hat wie heute, also Wolken. Für Bonn ist Radardaten äußerst wertvoll. Und man kann damit zum Beispiel so Sachen wie Bodenfeuchte, weil man hat dann gewisse Eindringtiefe in Boden ermitteln, was mit optischen Daten nicht geht. Ich habe hier nur mal so ein Beispiel, wie das ausschaut. Das ist irgendein Teil der Donau und wenn man so reinzoomt, dann sieht man hier so Schiffe auf der Donau und dafür werden diese Daten jetzt eher benutzt, um Schiffsdetektionen vorzunehmen. Sentinel-2 ist jetzt hoch aufgelöster optischer Satellit. Der hat eine Auflösung zwischen 10, 20 und 60 Meter, abhängig von vom Kanal. Hat 13 Kanäle und ist so von der Bandbreite etwas vergleichbar mit Landsat, was die meisten Leute wahrscheinlich schon aus ihrem Studium oder auch aus ihrer Arbeit kennen. Und die Mission gibt es ja, glaube ich, seit Anfang der 70er Jahre. Das Besondere an der Sentinel-2-Mission ist, das sieht man hier, dass die Bodenabdeckung relativ hoch ist, also im Vergleich zu anderen relativ vergleichbaren Satelliten wie Spot oder Landsat, hat man hier in einer Aufnahme wesentlich höhere Abdeckung. Hier ist so ein Beispiel, das ist Berlin. Wenn man so reinzoomt, dann sieht man ungefähr, bis zu welcher Auflösung man dann was damit tatsächlich erreichen kann. Und das ist in dem Bereich 10 Meter. Sieht man natürlich, man sieht die Straßen, aber man kann eigentlich keine Hausdetektion zum Beispiel machen. Jetzt bin ich zu schnell gewesen. Die nächste Mission ist Sentinel-3. Das ist vergleichbar zu der MODIS-Mission von der NASA, allerdings mit einer besseren Auflösung und inzwischen auch neueren Sensoren. Man hat hier sogenannte Sea and Land Surface Temperature Radiometer, kurz abgekürzt SLSTR, womit man Temperaturen ableiten kann. Diese Temperaturen werden zum Beispiel im Bereich Landcover benutzt, um die Klimaabhängigkeit von landwirtschaftlichen Erzeugnissen zum Beispiel zu bestimmen oder aber auch im Feuerbereich, um tatsächlich im Krisenfall Feuer zu detektieren. Dann hat man das Ocean Land Color Instrument, das ist das, was jetzt wirklich dem MODIS-Instrument am vergleichbarsten ist, womit man heute über im Marinenbereich und auch im Landbereich ungefähr, steht hier Revisit Time kleiner 2 Tage, man hat eigentlich jeden Tag eine komplette Abdeckung der Erde und damit habe ich ein sehr gutes Monitoring und kann wirklich tägliche Veränderungen feststellen, vorausgesetzt natürlich, ich habe keine Wolken. Das ist hier nun mal im Wesentlichen das Gleiche, das überspringe ich. Und hier sieht man so ein paar physikalische Parameter, die abgeleitet werden, zum Beispiel Chlorophyllgehalt, Aerosole, Sea Surface Temperature, Land Surface Temperature, Surface Reflectance und so weiter. Das sind alles dann physikalische Parameter, die in Modelle eingehen, womit man halt dann Fragestellungen lösen kann, die halt über die Fernerkundung hinausgehen. Hier ist mal so ein Beispiel, das ist so eine Algenblüte, irgendwo im Mittelmeer vor 2 Jahren, das war eins der ersten Bilder. So, und die letzte Mission ist jetzt Sentinel-5P, dort geht es um Atmosphärenbeobachtung, vor allem Spurengase. Man hat hier eine tägliche Abdeckung, Lifetime ist ungefähr ähnlich, das ist jetzt noch erst im Oktober gestartet, wir haben praktisch noch keine Daten dafür, das ist noch in der präoperationellen Phase. Das ist jetzt so ein Beispiel von der ESA-Seite, wo man ganz schön sieht für Stickoxide, das ist jetzt NO2. Wie diesen Überballungsgebieten, zum Beispiel hier in der Gegend, hier so im Westen, Ruhrgebiet, und aber auch in der Poebene oder in der Nähe von Madrid sich häufen. So, das war so ein kurzer Überblick über die Sentinel-Missionen, die bis jetzt existieren. Und jetzt kurz zu den Services, die das Copernicus-Programm bereitstellt. Das hat man gegliedert in 6 verschiedene Teilbereiche. Atmosphäre, Klimawandel, Emergency Management, Land, Wasser und Sicherheit. Ich werde nur an einem Beispiel oder an 2 Beispielen mit dem Land Monitoring Service zum Beispiel zeigen, in was für Skalen man da operiert. Man hat da immer mit den verschiedenen Produkten und Daten, die es gibt, die Möglichkeit, auf einer globalen Ebene zu operieren, indem dass man, da geht es natürlich auch hauptsächlich Richtung Monitoring.
und auf einer kontinentalen Ebene, das ist dann interessant natürlich für Europa, für Berichte und so weiter, Berichtspflichten, die man hat, und auch auf einer lokalen Ebene, wo man dann in Städte oder tatsächlich in Einzelfelder oder so weiter reingeht. Ein weiterer Service, der gewisse Ausnahme in diesem ganzen Service darstellt, ist der Emergency Management Service. Dort geht es darum, im Krisenfall aus Satellitendaten Produkte abzuleiten. So etwas machen wir am DLR mit dem ZKI auch schon sehr lang. Inzwischen ist das ein europäischer Service, der kann von den Regierungen beauftragt werden im Bedarfsfall. Man hat dann eine Mapping-Komponente, die wirklich, wenn ein Krisenfall da ist, ausgelöst wird, wo dann, hier ist das Konsortium aus den Firmen, Egeos, die GAF aus München ist dabei, ist DLR und so weiter, die dann im Krisenfall da Kartenprodukte erstellen. Und es gibt vereinzelt auch Warnsysteme, wie zum Beispiel jetzt hier so ein Flood Awareness System, was hier kurz als Beispiel aufgeführt ist. Also das ist eine Komponente, die arbeitet nicht dauernd, sondern die wird nur im Bedarfsfall aktiviert. Hier ist so eine Seite, die hat früher geheißen Copernicus Work With Us, inzwischen hat die ein bisschen einen sperrigeren Namen, Copernicus Services Portfolio oder so. Und die findet man aber dann recht gut und dort sind alle Links zu diesen einzelnen Core-Services aufgeführt, so gut es geht. Was für uns leider nicht so schön ist, dass die meisten dieser Services nicht alle unbedingt Inspire-konform oder OGC-konform vorliegen und bei Weitem nicht alle Services in einem Metadatenkatalog tatsächlich registriert sind, sodass man automatisiert auch auf sie zugreifen kann. Da ist noch einiges an Arbeit zu tun. Und was von der EU auch noch gibt, ist den Copernicus Open Access Hub, mit dem man tatsächlich sich dann die Daten runterladen kann. Und deswegen kann man sich jetzt fragen, wieso brauchen wir dann sowas wie Code.de, also einen eigenen deutschen Zugang, wenn die EU doch die Daten zur Verfügung stellt über diesen Access Hub. Das liegt daran, dass das ursprüngliche Konzept von der Europäischen Kommission und auch von der ESA war, dass sich die einzelnen Staaten um die Verteilung dieser Daten kümmern müssen, einfach aus Gründen der, aus Kostengründen, würde ich sagen, weil die Bandbreite, die dazu nötig ist, dass jeder aus ganz Europa Daten dazu runterlädt, von der ESA ursprünglich am Boden nicht zur Verfügung gestellt werden sollte. Und es gab dann nur einzelne Hubs oder gibt nur einzelne Hubs, über die sich die Nationalstaaten die Daten holen. Und dann müssen die die Download-Kapazitäten zur Verfügung stellen, damit die tatsächlich mit einer annehmbaren Geschwindigkeit und Bandbreite an den Endkunden gebracht werden können. Und Code.de ist hier kurz mal ein Überblick skizziert. Also das eine ist der Online-Access, also Data Discovery und Access. Dann gibt es eine Prozessierungskomponente. Wir haben den Bereich Data und Products, wo diese ganzen Sachen in einem Katalog auch recherchiert werden können. Und es gibt einen Bereich Tools and Services, in dem einfach Software, auch Produkte, die von uns kommen, die zur Datenverarbeitung herangezogen werden können, darüber referenziert ist. Diese Nutzerstatistiken, die ist eh schon ein bisschen alt, sagen meines Erachtens sowieso nicht viel aus, deswegen überspringe ich das jetzt und gehe kurz auf die nächste Folie. Dort könnt ihr jetzt praktisch die ganze Vortragszeit verbringen. Das ist das Konsortium. Ich habe es, glaube ich, auch extra so klein gemacht, dass man es nicht lesen kann. Dort ist das Konsortium kurz dargestellt. Wichtig ist, das DLR hat da den Lead, dann T-Systems ist verantwortlich für die Infrastruktur, Bockmann Consultants für das Processing, EOX macht den Client, also die Client, den Web-Client, die GAF AG kümmert sich um das User-Portal, Verum macht Systemkomponenten und EOMAP ist einer der Partner, die auf dieser Processing-Plattform, also gibt es zwischen zehn Projekte, die sich da bewerben konnten, die sind inzwischen ausgesucht und EOMAP ist praktisch der Partner, der von Anfang an dabei war, um das zu demonstrieren. Auf diese einzelnen Kästchen gehe ich jetzt nicht so ein. Das Einzige ist vielleicht das, was ich heute erzähle, das ist, findet hauptsächlich in einem Kästchen statt, das heißt Search and Access. Dort arbeiten ungefähr 7-8 Leute, der Rufen Volkmann zum Beispiel, der heute auch hier ist, der wird am Freitag dafür noch einen Vortrag halten, wie wir die Services mit GeoServer und Postgres und so weiter da umgesetzt haben.
Ich springe hier kurz zur nächsten Folie. Das ist eine Überblicksarchitektur. Dort könnten wir jetzt wieder 20 Minuten verbringen. Deswegen auch nur ganz kurz hier, Entschuldigung, ganz kurz hier. An der Basis ist mehr oder weniger die Datenhaltung skizziert. Links ist das Long-Term Archive vom DLR, wo auch Daten drin sind, die wir für code.de rausholen. Und das sind allerdings Daten, die jetzt schon älter sind und die von der ESA zum Teil gar nicht mehr angeboten werden über die Call-Hubs. Und rechts ist der sogenannte Call-Hub von der ESA. Das sind auch mehrere Server, über die die Daten täglich, minütlich transferiert werden. Dann hat man hier die Datenhaltung in der Mitte im System. Dort gibt es ein Ingestion, also jeder Datensatz muss dort importiert werden. Die Metadaten müssen ausgelesen werden, müssen wieder dementsprechend aufbereitet werden. Die nächste Schicht ist jetzt diese Search and Access Schicht mehr oder weniger. Da gibt es einen Discovery Service, einen Visualization Service, Download Service, Distribution Service. Das sind alles Services, die, soweit es möglich ist, Inspire und OGC-konform vonstatten gehen. Und über das Code.de-Portal kommen wir dann in den Katalog-Client, wo man dann tatsächlich als User mit dem ganzen System in Berührung kommt. Und das ist das, was jetzt dann auch den nächsten Teil von dem Vortrag einnimmt. Wie komme ich denn an meine Daten? Das System ist code.de.org. Das kann ich hier ganz einfach starten. Ich habe hier unterschiedliche Bereiche. Ich habe einen Datenbereich. Dann habe ich noch hier meinen Servicebereich. Hier haben wir die einzelnen Services aufgelistet. Das soll in Zukunft ausführlicher werden. Und habe hier auch noch meinen Tools-Bereich, wo ich die einzelne Software runterladen kann. Und jetzt habe ich, das ist das bisschen Komplexe an code.de, ich habe es mir verkniffen, eine Live-Vorführung zu machen, weil Live-Vorführungen habe ich noch keine gesehen, die funktioniert hat fast. Deswegen habe ich ein paar Screenshots drin. Und ein wichtiger Aspekt von code.de ist, Daten zu browsen. Ja? Also ich möchte mir die Daten anschauen. Und wir haben hier ein WMST. Da hat der Armin Räterath gestern auch einen sehr schönen Vortrag gehalten. Das WMST ist zwar ganz schön sein, für uns zum Beispiel, für unseren Client, aber für andere gibt es halt kaum eine Standardisierung, dass man das jetzt anbinden kann und zeigen kann. Deswegen schauen wir das mal hier in dem code.de-Client an. Ich kann hier zum Beispiel zeitlich anhand von dieser Zeitleiste vor- und zurückgehen und sehe ganz gut, dass abhängig natürlich von der Jahreszeit, wenn im Norden die Sonne nicht mehr aufgeht, wird da auch nichts mehr aufgenommen. Das ist bloß jetzt bloß so ein Beispiel, damit man das mal sieht. Und ich kann hier auch über diese Zeitleiste einfach so durchbrausen und mal schauen, was ich für Daten habe. Und das Besondere an code.de ist auch, dass wir ein Full-Resolution WMS anbieten. Das ist das, was am Freitag dann nochmal in diesem Vortrag dargestellt wird vom Uwe. Dort wird jeder Datensatz, die Ausnahme kommt am Freitag, für den WMS so aufbereitet, dass man tatsächlich für jeden Tag, für jede Aufnahme die volle Auflösung im Browser hat, also nicht bloß einen Überblick. Das ist zum Beispiel, was die ESA da nicht anbietet, das sind hier bloß so ein paar Beispiele. Und es gibt ja auch so Cloud-Free Mosaics, zum Beispiel von EOX. Dort ist der Unterschied, dass man halt eins hat, was perfekt ist und das über ein ganzes Jahr. Bei uns sieht man zum Beispiel, wenn man einen Waldbrand sucht und da ist er gerade drüber geflogen, dann kann man sich den tatsächlich anschauen. Also bei uns hat man auch diese zeitliche Auflösung. Bis jetzt braucht man keine Nutzerregistrierung, das kann jeder machen. Wenn man allerdings an die Daten ran will, muss man aus rechtlichen Gründen, das kommt vom Raumfahrtmanagement vom Verkehrsministerium, die Auftraggeber von diesem Projekt sind, eine Registrierung durchführen. Das ist allerdings üblich auch bei jedem Archiv von der NASA so. Und wenn man weitere Berechtigungen haben will, kann man das hier auch machen, zum Beispiel für eine Online-Prozessierung. Die nächste wichtige Funktionalität von code.de ist Filtern, Suchen und Download. Also ich habe hier die Möglichkeit, Daten nach zeitlichen und räumlichen Kriterien zu filtern. Das sieht man hier, dann hat man jetzt hier sehr viel rechts in diesem Suchfenster, in dem Ergebnisfenster, sehr viele Daten, die zum Beispiel stark bewölkt sind. Dann habe ich hier noch die Möglichkeit, mit zusätzlichen Filtern zum Beispiel die Wolkenbedeckung zu filtern und sehe heute jetzt hier bloß mehr Szenen, die relativ wolkenfrei sind. Dann kann ich die markieren, kann die downloaden. Und wenn ich das zustimme, läuft das runter. Und das sieht man hier unten rechts, es ist ziemlich klein, da steht Download as Metalink und Download in URLs. Das ist halt der Vorteil, das ist ein zusätzlicher Service, wenn ich zum Beispiel nicht einen Datensatz runterladen will, sondern 20, 30, 200.
Dann kriege ich hier so eine Meta-Link-Liste, die kann ich mit so einem sogenannten Download-Manager befüllen. Oder ich habe hier einfach eine URL-Liste, die ich halt dann in meinem Programm beliebig abarbeiten kann. Jetzt mache ich nochmal eine zusätzliche Suche, irgendwo suche zum Beispiel in der Schweiz einen Datensatz, dann kann ich den mit diesem i-Button, ich habe hier leider keinen Zeiger, das ist so ein kleines i oben, kann ich mir den näher anschauen und dort gibt es dann zum Beispiel zusätzliche Links, also ich kann dann zum Beispiel über so ein Atom, kann ich so ein Atom-Feed öffnen und kann dort meine Daten dann auch nochmal anschauen und in der genauen Beschreibung haben und auch den, habe auch den Download-Link. Und darüber kommen wir jetzt zu einem Bereich, der auch interessant ist bei Code.de. Ich kann Code.de nicht nur über die Oberfläche benutzen, sondern auch über unsere Service-Endpoints. Ich habe zum Beispiel eine Open-Search-Schnittstelle, eine Katalog-Schnittstelle, WMS-Schnittstelle. Dort muss ich mich allerdings, wie ich vorher schon gesagt habe, ein bisschen mit beschäftigen und den HTTP-Download. Ich kann also zum Beispiel diese Open-Search-Abfrage, die der Client abschickt, ein bisschen modifizieren. Ich habe das hier mal gemacht. Ich suche jetzt nicht mehr einen Tag, sondern suche zum Beispiel 20 Tage und dann kriege ich wieder hier diese Liste und habe dort zum Beispiel 200 Ergebnisse. Kann das auch in der Kommandozeile machen. Wer schnell genug liest, der sieht jetzt zum Beispiel, dass es dort ein Feld gibt, was Results heißt, wo 14 Treffer waren. Das sehe ich in dem Atom-Feed nicht, da sehe ich bloß Atom für Atom. Ich muss dann in die Kommandozeile, um das wirklich zu sehen. Dann kann ich ja direkt auf den HTTP-Download, das ist so ein FTP-Archiv, da kann ich mir die Sachen, wenn ich die Logik kenne, auch direkt runterladen. Und wenn ich dann immer noch nicht genug habe, dann kann ich noch prozessieren. Es gibt hier so einen Prozessor-Link, dort muss ich mich definitiv einloggen. Der wird auch erst freigeschalten, kann sich jeder dafür registrieren, dauert aber ungefähr eine Woche, weil da wird nochmal von Hand begutachtet. Und dann kann ich hier so eine Prozessierung durchführen, kann mir ein Gebiet auswählen, habe das mal für Bonn gemacht, mache eine Atmosphärenkorrektur, das dauert dann, deswegen habe ich es auch nicht live gemacht, dauert dann ungefähr eine Viertelstunde, bis das prozessiert ist und dann kann ich es mir hier in einem beliebigen Produkt, also so beliebig ist es nicht, weil nicht so viele Softwareprodukte tatsächlich mit den Sentinel-Daten bis jetzt umgehen können. Da gibt es von der ESA auch ein freies Tool, das heißt Snap. Dort kann ich die dann reinladen, kann die unterschiedlich visualisieren. Dann kann ich nochmal schauen in den Software-Tools, was ich dann noch alles finde. Zum Beispiel Gras. Kann versuchen, das zum Beispiel mit GDAL dort zu importieren oder auch nach Cookies zu bringen. Also die Möglichkeiten habe ich dann alle mit diesen Daten. Das war jetzt bloß ein ganz kurzer Ausblick, weil die Zeit schon ein bisschen knapp worden ist. Und ich möchte Sie ermutigen, dass Sie, wenn Sie zum Beispiel da Interesse haben, sich Daten bei uns abholen. Es trifft vor allen Dingen auch Universitäten oder auch Forschungseinrichtungen. Der Fokus ist, das muss ich nur schnell sagen, das habe ich am Anfang vergessen, von code.de ist, der erste Nutzerkreis sind Bundesbehörden, die werden bevorzugt bedient. Also wenn irgendwer aus einer Bundesbehörde da ist, dort ein Projekt machen will, wo er wirklich jeden Tag Daten prozessieren will, dann sind die von der Download, weil das kann man einstellen, von der Downloadrate bevorzugt zu bedienen. Dann kommen Landesbehörden, dann kommen, glaube ich, was wird das? Bürger, also dann kommt eigentlich Deutschland, da gibt es so eine Art Geo-IP, denke ich mal. Ich weiß allerdings nicht, ob das EU-rechtlich überhaupt sinnvoll ist. Und als letztes ist dann die freie Welt dran. Weil der Auftrag von Code.de ist natürlich, den deutschen Bedarf zu bedienen. Deswegen auch dieser sperrige Titel. So, damit bin ich am Ende. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und ich hoffe, Sie haben jetzt Lust bekommen, da ein bisschen sich unser System anzuschauen. Ja, danke für den Vortrag. Gibt es denn Fragen aus dem Plenum dazu? Ja, hallo. Ich wollte fragen bei den Daten. Sie haben ja gesagt, Sie synchronisieren mit dem Server der ESA. Wie aktuell ist denn die Synchronisierung? Also wie schnell bekomme ich die Daten über code.de? Also nehmen wir an, jetzt hab ich vor 3 Tagen ein Bild des Sentinel-1. Die ESA empfängt die Daten, macht eine leichte Vorprozessierung, damit die in dieses dementsprechende Level 1a kommen, das zur Weiterverarbeitung. Dann stellen die das auf den Call Hub und dann werden die bei uns praktisch sofort abgeholt. Und ich würde sagen, ungefähr eine Stunde, nachdem die im Call Hub sind, sind die bei uns. Sie sind am gleichen Tag noch im System drin. Es kann passieren, dass manchmal,
weil das ist wirklich ein enormes Datenvolumen, was generell anfällt mit diesen sehr unterschiedlichen Missionen, kann es durchaus sein, dass bei der ESA auch manchmal irgendwo ein bisschen was klemmt und dann baut sich bei uns so ein Backlog auf und wir haben vielleicht so mal 2000 Produkte am Stück noch in so einem Log drin und die werden dann aber in der Regel im Lauf von 1 bis 2 Tagen dann abgearbeitet. Das ist immer, wenn es Ausfälle gibt, dann gibt es natürlich so ein bisschen einen Rückstau. Aber ansonsten kann man das durchaus für NRT-Sachen benutzen. Gibt es weitere Fragen? Eine Frage habe ich noch zu der Prozessierung. Ist die grundsätzlich kostenfrei oder muss man dafür bezahlen, wenn man es als Bürger oder Privatmann da irgendwas prozessieren lässt? Also das, was bis jetzt online ist, ist kostenfrei. Es ist aber sicher so, dass in Zukunft, wenn da größere Projekte da sind, dass da ein Kostenmodell irgendwie erstellt werden wird. Das ist aber Sache auch vom Verkehrsministerium, vom Raumfahrtmanagement. Und wir sind ja praktisch die Auftraggeber, die das System umsetzen. Deswegen kann ich da jetzt nicht allzu viel dazu sagen. Generell gibt es sowas wie Code.de, natürlich deswegen, weil man mit diesen großen Datenmengen, also im Prozessierungsbereich, gar nicht mehr zum User kommt. Es ist oft nicht sinnvoll, dass man sich diese großen Datenmengen, weil es verbraucht ja Netz und auch eigenen Speicherbedarf, sich runterlädt und dort dann prozessiert, sondern das ist Paradigma, was da ja seit Jahren gilt, ist, dass man den Code zu den Daten bringt. Und das wird halt mit diesen Infrastrukturen umgesetzt, dass man praktisch, wenn man die Datenhaltung irgendwo hat, dann auch gleich die Prozessierungsmöglichkeiten hat. Und dafür wird es dann in Zukunft, denke ich mal, abhängig von dem Nutzer unterschiedliche Kostenmodelle geben. Ähnlich funktionieren die Sachen ja mit Amazon oder mit der Google Earth Engine, wo ja auch die Daten mehr oder weniger kostenfrei zur Verfügung gestellt werden, man aber dafür die Prozessierungsleistung bezahlt, wenn man in die dementsprechenden Prozessierungsumgebung oder in die Cloud dann geht. Das heißt, wir müssen die Zeit noch schnell nutzen, solange es kostenlos ist, um ganz viel zu prozessieren. Ja. Gibt's was? Unsere Behörde hatte schon mal Karten vom Krisenmanagement und da waren ja die Bilder, also die normalen Luftbilder, 3 Tage alt. Ist das auch möglich, solche Sachen für den ganz normalen Betrieb einer Behörde zu bekommen? Sind die kostenfrei und welche Auflösung haben die? Also die Daten, das QTE ist ja das System für Bundes- und Landesbehörden, also Bundes- und Landesbehörden. Und es ist möglich, die Daten, soweit sie vorliegen, kostenfrei zu bekommen. Die kann sogar, also da gibt es keine Beschränkung. Es ist im Gegenteil so, dass halt Behörden bevorzugt bedient werden, weil es eine Initiative vom Verkehrsministerium ist, die halt gerade diese digitale Infrastruktur für Behörden aufbauen will. Und die Auflösung ist abhängig vom Produkt. Also Sentinel-1, würde ich mal sagen, kommt auf so eine Bodenauflösung, also von 10 bis 20 Meter, je nachdem, was für ein Mode das ist. Aufnahmemodus bei Radardaten. Sentinel-2 hat 10, 20 und 60 Meter, also die sichtbaren Kanäle sind da alle im 10-Meter-Bereich und die anderen Produkte, die gehen dann von der Auflösung über 350, 700, Sentinel-5P, weiß ich jetzt gar nicht, Thorsten, Sentinel-5P, 3 Kilometer sowas rauf. Also das, was Sie da im Krisenfall gehabt haben, waren wahrscheinlich sogar Daten, die über einen kommerziellen Provider gekauft wurden, der dann Auflösungen im Bereich von 1 Meter oder 0,5 Meter bietet. Ja, nur solche Daten würden uns auch interessieren, aber das wäre ja dann kostenpflichtig. Wie bitte? Solche Daten würden uns interessieren. Ja, solche Daten gibt es ja nur on demand, also man muss das ja immer beauftragen. Hm. Und dort, glaube ich, wollte ja die EU mit den Kommissionen nicht der Privatwirtschaft zu sehr in die Parade fahren. Beziehungsweise umgekehrt war es eigentlich so, dass sogar viele Querschüsse von Satellitenbetreibern, kommerziellen Satellitenbetreibern gekommen sind, die gesagt haben, ihr könnt doch sowas wie Sentinel-2 jetzt nicht freigeben mit 10 Meter Auflösung. Da macht es ja unser ganzes Geschäft kaputt. So, eine letzte Frage, dann haben Sie Zeit, den Raum zu wechseln oder hier zu bleiben.
Hallo, ich wollte nur ganz kurz fragen, gibt es denn oder haben Sie Beispiele für eine lokale Nutzung von Copernicus-Daten? Also ich sage mal auf Kommunenebene, eine lokale Nutzung von Copernicus-Daten auf kommunaler Ebene zum Beispiel. Haben Sie da Beispiele irgendwie? Also das spielt sich alles so im städtischen Bereich ab, zum Beispiel so Wärmeinseln detektieren und so Sachen. Aber ich bin jetzt nicht der Experte, gerade für diese lokalen Sachen, aber ich könnte Ihnen da Ansprechpartner bei uns im DLR nennen, wo Sie Leute tatsächlich mit dem Thema beschäftigen. Also was, glaube ich, gerade aktuell ist, sind so Urban Heat Islands, also wo man halt so Punkte sucht und so. Und das ist mit diesen Daten relativ gut möglich. Ja, danke für den Vortrag und die vielen interessanten Fragen. Und dann geht es hier gleich weiter.